Ich glaube, einige von euch haben die gleiche Leidensgeschichte wie ich. Und zwar dachte ich erzähle euch jetzt einfach mal, wie ich aufgewachsen bin und wie meine Kindheit so war. Ja, für mich, das ist das Traurige, was ich jetzt vorab sagen kann, ist es schon normal. Es ist für mich normal, so aufgewachsen zu sein, was eigentlich nicht normal sein sollte. Jeder denkt nämlich zwar immer, dass ich in einem guten Elternhaus aufgewachsen wäre und dass ich alles irgendwie in den Arsch geschoben bekommen habe. Ich erzähle euch jetzt mal ungefähr, worum es geht, und ich werde nicht alles erzählen, um euch einen kleinen Einblick darauf zu geben, wie das Leben womöglich bei mir hat sein können. Ich bin geboren am 12.05.2000. Meine Mutter war drogen- und alkoholabhängig. Aktueller Stand: ich habe keine Ahnung, weil ich keinen Kontakt habe, den ich auch nicht möchte. Als ich geboren wurde, ich war zu früh. Ich war ein Frühchen. Ich kam mit 1000 Gramm ungefähr auf die Welt. Ich vermute schwer durch den Konsum, dass ich mich einfach gewehrt habe, weiterhin diesem Gift im Bauch ausgesetzt zu sein. Auf jeden Fall kam ich zu früh auf die Welt und ich sollte eigentlich noch 1 oder 2 Wochen gehalten werden, da es lebensgefährlich für das Baby sein kann, weil man in diesem Alter noch keinen Schluckreflex hat. Aber meine Mutter ist mit geplatzter Fruchtblase aus dem Krankenhaus einfach abgehauen. Und zwar abgehauen aus dem Grund, weil sie Angst hatte, dass irgendjemand, und zwar meine Oma, die ganzen Alkoholflaschen vorfindet, die sie während der Schwangerschaft getrunken hat. Dazu muss man sagen, meine Oma hat keinerlei familiäres Verhältnis zu meiner Mutter, da sie nicht die Tochter von ihr ist. Also eigentlich war es gar nicht ihre Aufgabe, sich um mich zu kümmern. Als meine Mutter abgehauen ist, und zwar per Anhalter, mit dem hier, mit einer geplatzten Fruchtblase und keine Ahnung was, und nach Hause gefahren ist, und meine Oma Gott sei Dank vor Ort schon war, um alles, dieses ganze Chaos aufzuräumen, traf meine Mutter logischerweise auf meine Oma. Meine Oma hat umgehend den Krankenwagen angerufen, der meine Mutter so schnell wie möglich wieder ins Krankenhaus fährt, da ich einfach hätte sterben können, logischerweise. Geschah dann auch so: meine Mutter wurde abgeholt. Meine Oma war total entsetzt von dem Chaos, was meine Mutter hinterlassen hat, und mit dem ganzen Alkohol. Also ich kann es mir nur vorstellen, ich kann es leider selber nicht wissen, aber ich bin bei ihr, habe bei ihr einige Jahre gelebt, deswegen kann ich mir ungefähr vorstellen, wie es ausgeschaut hat. Auf jeden Fall war meine Mutter halt auch einfach ein Mensch, der, wenn sie getrunken hat, sehr aggressiv war, schlecht gelaunt war. Ja. Es waren einfach viele Dinge, die eigentlich ein Kind hat nicht erleben sollen. Ich will da jetzt auch nicht weiter drauf einsteigen. Ich glaube, viele von euch haben vielleicht eine ähnliche Geschichte oder dass ein Elternteil ein Problem mit Alkohol hat. Meine Meinung: ich trinke zwar auch Alkohol, aber nicht viel. Ich trinke in Maßen und nicht in Massen. Ich trinke zum Beispiel auch nicht mehrere Tage hintereinander. Vielleicht auch aus dem Grund, wegen meiner Mutter. Ich möchte euch einfach ans Herz legen: passt auf euch auf, dass ihr nicht in die gleiche Spirale hineinrutscht, weil es geht manchmal schneller als gedacht. Es verletzt euer Umfeld, es verletzt eure Familie, weil schlussendlich macht sich jeder Sorgen um euch. Und falls ihr Kinder haben solltet und irgendwie ein Problem habt, bitte schaut einfach, dass ihr es irgendwie in den Griff kriegt, weil schlussendlich zerbricht alles daran. Nicht du veränderst dich, sondern der Alkohol verändert dich. Ich glaube, das ist so ein Thema, was ein bisschen totgeschwiegen wird. Und ja, es ist normalerweise nicht normal, dass man darüber in der Öffentlichkeit spricht. Aber ich finde, man sollte darauf aufmerksam machen, da Alkohol einfach eine legale Droge ist und frei für jeden zugänglich ab dem Alter von 16 Jahren. Ja.